Vor dem Bell ist es soweit, dann kommt schon wieder ein neues Spiel von den Until Dawn-Machern, und zwar The Casting of Frank Stone. Das ist ein Spiel, was im Dead by Daylight-Universum spielt, was wieder ein Spiel wird wie Until Dawn, Man of Medan und so weiter und so fort, also von der Spielmechanik her. Und ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht jetzt endlich mal wieder nur annähernd an das Until Dawn-Game rankommen von der Qualität her. Wir werden uns jetzt das Preview-Video reinziehen von der PC Games, Link dazu in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf das Game, ja, soll ich das zocken mit euch gemeinsam oder nicht. Gerne auch eine Bewertung da lassen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es kurz unterstützen würdet. Und wir gehen rein, let's go. Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. Spiele von Supermassive Games kann man manchmal mit einer Tüte Chips vergleichen. Von außen sieht sie prall aus, innen fehlt es dafür aber dann häufig an Inhalt. Leider schmecken Chips aber halt nun mal trotzdem. Die letzten Horrortitel der Entwickler schwanken oft in Sachen Qualität, vor allem die... Wenn ich das kurz aufnehmen kann, das Beispiel, dann sind es oftmals so Chips gewesen, die vom Vorabend von der Party noch rumstanden, offen. Und die so ein bisschen pappig sind, weißt du? So sind es ungefähr, solche Chips. Du denkst dir, ach komm, weißt du, ich hab so einen verkaterten Kopf, ich fress die trotzdem. So, ja, so würde ich das eher beschreiben. Die Dark Pictures Anthology konnte nicht überzeugen und kämpfte mit nervigen Problemen. Jetzt haben die Entwickler neue Spiele in der Pipeline. Unter anderem erscheint mit The Casting of Frank Stone bereits in wenigen Wochen eine neue Marke, die im Universum von Dead by Daylight spielt. Und wir durften den Horrortitel bereits anspielen. So, Freunde, kurze Getränkepause. Ich habe aktuell eine kleine Kooperation mit Holy Energy, Freunde. Die machen nicht nur Energies, die machen auch Eistees oder Hydration Drinks, die auf jeden Fall wenig Kalorien haben, ohne Zusatzstoffe und die wirklich mit vielen geilen Geschmäckern echt sehr gut am Start sind. Wenn ihr Neukunde seid, checkt das Ganze aus mit dem Code SORBUS5. Wenn ihr schon länger Kunde seid, für 10% extra Rabatt, dann einfach nur SORBUS den Code eingeben. Checkt den Link in der Videobeschreibung und checkt es gerne mal aus. Gerade die Probierpakete, und da könnt ihr auf jeden Fall euch einen direkten geilen Überblick geben, was es so für Geschmäcker gibt. Link in der Videobeschreibung, und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. Auch da nochmal kurz rein. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Also, ich habe Dead by Daylight ein paar Stunden gespielt auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht insgesamt 30 Stunden oder so, 20, 30 Stunden. Macht auch auf jeden Fall auch Laune. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee, dass sie die einzelnen Figuren nochmal ein bisschen mehr ausarbeiten wollen. Ob das jetzt die beste Entscheidung ist, dieses Studio anzuheuern, weil die machen Massenware. Es ist nun mal einfach wirklich so, es ist Massenware. Ich habe es nämlich nachgeschaut, seit Until Dawn, das kam 2015 raus, ist das jetzt das 12. oder 13. Spiel, was sie machen werden? Müsst ihr euch nochmal reinziehen. Ist klar, da waren zwischendurch auch ein paar kleinere VR-Ableger dabei und so weiter und so fort, aber muss man sich ja auch mal reinziehen. Und die machen ja gerade auch Little Nightmares 3, wenn ich jetzt nicht komplett durcheinander komme. Aber das ist wirklich absolute Massenware. Und dementsprechend bleibt natürlich oftmals, wie er auch gesagt hat, die Qualität auf der Strecke bleiben. Ja, aber trotzdem, Bock hätte ich schon auf so eine Art von Spiel. Und wie gesagt, ein paar Figuren aus dem Dead by Daylight-Universum ausarbeiten, wäre doch eigentlich schon nice, oder? I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, sit one foot back here in the Cedar Still Mill. Ever. Ladies and gentlemen, I present the mill. In The Casting of Frank Stone übernehmen wir, wie bereits in Until Dawn und The Quarry, die Rollen von einigen Jugendlichen. Im beschaulichen Cedar Hills, einer Kleinstadt in den Vereinigten Staaten, schürft die Gruppe bei Nachforschungen jedoch ein bisschen zu tief und bekommt es mit dem titelgebenden Frank Stone zu tun. Dessen Vermächtnis und Vergangenheit reicht über Generationen hinaus und könnte brutaler kaum sein. Wie üblich in Spielen von Supermassive Games kämpfen wir mit der bunt zusammengewürfelten Truppe ums Überleben eines jeden Einzelnen. Recht viel mehr über die Geschichte wissen wir aber noch nicht, denn auch unsere Anspielsession hatte kaum etwas mit der eigentlichen Story zu tun. In der spielbaren Demo, die wohl ein abgeänderter Prolog des Spiels ist, steuern wir den Polizisten Sam Green durch das Stahlwerk von Cedar Hills. Auf der Suche nach einem vermissten Kind führt eine Fährte unsere Spürnase ins Industriegebiet der Region. Nach einem Dialog mit dem Wachmann des Stahlwerks erkunden wir das Gelände vorerst im Alleingang. Was uns da erwartet, ist eine klassische Horrorerfahrung à la Supermassive. Das muss jedoch nichts Schlechtes bedeuten, schließlich sind die Spiele der Entwickler atmosphärisch häufig auf einem Top-Niveau. Die Probleme... Ja, also Top-Atmosphäre, ich weiß ja nicht. Also wenn man jetzt im Horror-Genre bleibt, und es ist ja ein Horrorspiel, da ist Top-Atmosphäre... Würde ich ein Resident Evil geben oder ein Dead Space geben oder ein Alien Isolation geben und nicht dem hier. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, die Spiele kann man mal spielen. Da gibt es teilweise
schon ein paar okaye Games, die die letzten Jahre rausgekommen sind, teilweise auch echt gut, so für die Verhältnisse, teilweise aber auch komplette Katastrophen aus meiner Sicht, vor allem, weil die halt, wie gesagt, in Masse produzieren und immer und immer und immer und immer und immer wieder das gleiche Spiel machen, nur halt mit einem neuen Setting, mit neuen Figuren. Dementsprechend müssen sie eigentlich die absoluten Kings sein mittlerweile in diesem Genre, weil sie machen ja gefühlt nur dies. Da ist auf jeden Fall, sagen wir mal, Luft nach oben. Ja? Aber wie gesagt, wer auch schon am Anfang gesagt hat, schlecht ist es jetzt auch nicht, aber ja. Probleme tauchen meistens an anderen Stellen wie dem Storywriting und einigen fragwürdigen Emotionen in den Gesichtern der Charaktere auf. Mit unserem Polizisten suchen wir im Stahlwerk nach Hinweisen bzw. Geheimnissen und gehen verdächtigen Geräuschen nach. Ab einem gewissen Zeitpunkt erhalten wir dann auch Hilfe von dem trinkfreudigen Wachmann, der seinen Hund vermisst. Die dunklen Hallen sind furchteinflößend und der Lichtkegel unserer Taschenlampe sorgt für typisches Horrorfeeling. Zusätzlich gibt's wie immer eine ordentliche Portion Blut und Gemetzel. Da werden abgetrennte Ohren gefunden, Leute aufgespießt und Augen ausgestochen. Die rote Suppe tropft an allen Ecken und Enden. Doch auch das gehört als Stilmittel dazu und wird glücklicherweise nicht zu häufig eingesetzt. Die Levels sind erneut recht linear aufgebaut. Nur ganz selten müssen wir uns an Abzweigungen für einen Weg entscheiden. Meistens führt der eine Part dann zu Sammelgegenständen, während uns der andere in der Story vorankommen lässt. Hin und wieder werden wir im fertigen Spiel jedoch erneut Entscheidungen treffen dürfen, von denen das Überleben unserer Figuren abhängt. Versuchen wir die schnelle, aber gefährliche Abkürzung oder gehen wir auf Nummer sicher, lassen dadurch aber wichtige Zeit verstreichen. Das liegt in unserem Ermessen und macht die Spiele von Supermassive so besonders. Zumindest wenn die Entscheidungen klar sind und wir nicht aufgrund eines Verständigungsproblems eine schlechte Wahl treffen. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt, den er da gerade anspricht. Das wollte ich nämlich sagen, wenn er es jetzt nicht gemacht hätte. Teilweise, das habe ich auf jeden Fall durch die Kommentare unter den Videos auch mitbekommen von euch, teilweise war es ja wirklich so, dass du bei manchen Entscheidungen was ganz anderes gemacht hast, als du verstanden hast oder als was wir verstanden haben. Ja? Also, dass du ja irgendwie fast schon das Gegenteil teilweise hattest und dann entweder hast du dir das verscherzt mit einer anderen Figur, ja, oder du hast halt eine Figur verloren. Das ist halt einfach ärgerlich. Das sollte schon klar sein. Ich meine, das soll dir auch nicht alles spoilern, was deine Entscheidung jetzt komplett bewirkt. Das wäre ja auch Blödsinn. Aber wenn der eine sagt, ja, du sagst hier, keine Ahnung, als Beispiel, du sagst einer Figur, nee, sehe ich jetzt anders und plötzlich schreist du die an oder so. Dann denkst du, Junge, bleib doch mal ruhig, ich wollte einfach nur sagen, nee, sehe ich anders und ich schlag dich kaputt gleich oder so. Weißt du, so jetzt überspitztes Beispiel. Aber teilweise war es wirklich so, ne? In unserem Demo-Part wirken die Optionen aber allesamt logisch. Das hört sich doch gut an, hört sich doch schon mal gut an. Wir steuern unsere Figuren meistens wieder direkt aus der Third-Person-Ansicht, können zusätzlich klettern und ein bisschen schneller laufen. Einen richtigen Sprint-Knopf gibt's aber nicht. Zwischendurch bekommen wir außerdem Quick-Time-Events serviert, bei denen wir im richtigen Moment eine bestimmte Taste drücken müssen. Schaffen wir das nicht, erhalten wir häufig eine zweite Chance. Die Reaktionstests entscheiden also nicht beim ersten Versuch über Leben und Tod. Das ist auch eine gute Entscheidung der Entwickler, schließlich sind Fehler schnell passiert. Ähnlich sieht das bei den Events aus, bei denen wir schnell auf einen Knopf hämmern sollen, um etwas aufzustemmen oder einen Zweikampf zu gewinnen. Die Spielmechaniken kennen wir bereits sehr gut aus anderen Spielen von Supermassive und daran wird sich auch in The Casting of Frank Stone nichts verändern. Das muss es aber auch nicht, solange die Schwierigkeiten aus The Quarry und der Dark Pictures Anthology nicht zurückkehren. Manche Spielabschnitte wirkten hier aufgrund von bestimmten vorher getroffenen Entscheidungen deplatziert und passten nicht ins Gesamtbild. Die Titel der Anthology fielen außerdem viel zu kurz aus, um für eine vernünftige Charakterentwicklung zu sorgen. Das Handeln vieler Figuren war dementsprechend nicht nachvollziehbar und machte aus unseren eigentlichen Helden ziemlich belanglose Charaktere. Ja, also so viel kürzer waren die jetzt auch nicht als Until Dawn teilweise. Manche waren schon so in 4 Stunden durch, aber manche hatten doch auch schon 5-6 Stunden, oder? Quarry, glaube ich, zum Beispiel. Das ging doch auf jeden Fall ein bisschen länger als die normalen Dark Pictures Games, oder? Wie war das nochmal? Ist halt schwierig, die Beurteilung, weil es ist ja eigentlich quasi ein Horrorfilm, ein typischer Horrorfilm zum Nachspielen. Deswegen sind die Figuren auch einfach dumm. Deswegen sind die meisten Figuren auch Figuren, mit denen man nicht mitfiebert, wo man sich teilweise auch freut, wenn die auf draufgehen, so. Ich habe da keinen als Helden gesehen. Die sind alle voll Idioten gewesen.
Und teilweise war es einfach auch lustig, wenn die draufgehen so oder vom vom Mörder gejagt werden oder sowas, wie halt bei Horrorfilmen. Und deswegen ist auch die Story, da erwarte ich jetzt nichts Großartiges. Deswegen, also die sollen sich eher auf den Horrorfokus fokussieren und da das wieder krasser machen und interessanter machen und so. Weil bei Until Dawn hat es ja auch funktioniert, weißt du? Das ist ja das Ding, was ich nicht verstehe. Sie haben Until Dawn gemacht und dann haben sie immer wieder das gleiche Spiel gemacht, aber nicht, sie kamen ja nie wieder an diese Qualität ran. Ja? Also, und Until Dawn ist auch nicht das allerkrasseste Horrorspiel aller Zeiten gewesen. War deutlich besser als Man of Medan zum Beispiel. Ja? Dass sie unlogisch oder dumm reagieren oder dumm sich verhalten, die Figuren, das kennt man ja auch aus unzähligen Horrorfilmen. Also, weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal rein, was eure Meinung dazu ist. Wichtig wird auch sein, Mimik und Gestik nicht zu übertrieben zu gestalten. Ein weiteres Problem, das die genannten Titel in den letzten Jahren immer wieder mit sich brachten. Häufig stellte sich dabei der sogenannte Uncanny Valley-Effekt ein, bei dem Gesichter eher Abneigung beim Spieler ausgelöst haben. Bislang machen die Gesichtsausdrücke in The Casting of Frank Stone auf uns aber einen deutlich besseren Eindruck. Die Mimik ist nachvollziehbarer und menschlicher und das macht halt echt viel aus. Obwohl wir den Hauptcast noch nicht kennenlernen und bisher nur in die Haut von Sam Green schlüpfen durften, sind wir vorerst optimistisch. Soll man sich an dich als alten Säufer erinnern, der tatenlos zusah, als es drauf ankam? Findet ihr die Gesichter gut? Also von den beiden jetzt hier? Ich finde, die sind auch sehr puppenmäßig. Also, ja. Noch nicht angekündigt, aber ziemlich sicher enthalten ist ein Koop-Modus. Im Hauptmenü steht zumindest eine Mehrspieler-Auswahl parat. Ausprobieren konnten wir den Bereich des Spiels aber noch nicht. Daher lässt sich auch nicht sagen, ob es sich um einen Online- oder Couch-Koop handelt. Vielleicht sind auch einfach beide Modi integriert. In den letzten Titeln übernahm jeder Spieler einen oder mehrere Charaktere. Im Couch-Koop wurde der Controller herumgereicht. Online gab es in der Dark Pictures Anthology sogar die Möglichkeit, zwei Figuren gleichzeitig an unterschiedlichen Orten zu steuern. Doch aufgrund Habt ihr mal den Koop-Modus gespielt? Ich muss sagen, ich habe den noch nicht bei keinem einzigen bisher gespielt. Lohnt sich das, Leute? Also macht das irgendwie noch mehr Spaß oder denkt ihr, weiß nicht, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen? Bestimmte Probleme mit diesem System mischten sich auch im Multiplayer immer wieder Logiklöcher in die Geschichte, was nicht gerade für die allerbesten Spielgefühle sorgte. An dieser Stelle muss Supermassive also ebenfalls nachbessern. Falls ihr euch jetzt fragt, was das Ganze eigentlich mit Dead by Daylight zu tun hat, naja, bis auf ein paar Kleinigkeiten noch gar nicht so viel. Aber in unserem spielbaren Prolog gibt es schon das ein oder andere Easter Egg zu finden. Und auch einige Geheimnisse sollen aus dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel rüberschwappen. Einen kurzen Blick können wir beispielsweise auf den Entitus erhaschen. Das kosmische Wesen gilt als das wahrhaftig Böse im Titel von Behavior und verschlingt Welten. Diese Gefahr lauert jetzt wohl erneut auf uns. Ja, okay, also dieser Frank Stone oder dieser Mörder, der jetzt hier im Spiel ist. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt aktuell nicht verfolgt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ist es ein Mörder in dem Spiel oder wird er vielleicht dadurch etabliert durch das Spiel oder so? Weil das wäre ja interessant, wenn sie dann später vielleicht wirklich bestehende Mörder, Killer aus dem Spiel irgendwie noch so eine kleine Hintergrundstory geben in einem kleinen Spiel so. Ich habe zum Beispiel ganz gerne die Braut, die Äxte wirft und mit dieser Hasenmaske, die habe ich ganz, ganz gerne gespielt damals als Killer. Ich weiß gar nicht, wie die heißt jetzt. Wie hieß die nochmal? Würde ich schon gerne mal so ein kleines Spiel sehen. Ja? Weiß nicht, warum nicht? Ne? Die Soundeffekte der Fähigkeitschecks beim Reparieren der Generatoren in Dead by Daylight hören wir ebenfalls bei den Reaktionstests in The Casting of Frank Stone. Wer als Dead by Daylight-Veteran also ein bekanntes Geräusch hört, weiß, dass demnächst im richtigen Moment eine Taste gedrückt werden muss. Außerdem lassen sich noch etliche Sammelgegenstände aus der Welt von Dead by Daylight finden. Wir sind zum Beispiel über eine Puppe des Hinterwäldlers gestolpert. Der Killer mit Axt und Kettensäge im Anschlag jagt in Dead by Daylight normalerweise die Überlebenden über die Map. Hier wirkt er trotz verunstaltetem Gesicht deutlich harmloser. Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Im fertigen Spiel werden wir auf noch weitere Parallelen und Mysterien aus dem Kosmos stoßen. Die Vermutung liegt außerdem nahe, dass Frank Stone zu einem späteren Zeitpunkt auch den Weg als Killer nach Dead by Daylight schafft. Ah, okay, da haben wir die Antwort. Okay, also er ist noch nicht drinnen,
könnte man auch reinkommen. Ja, wird ja nur Sinn ergeben eigentlich, oder? Das macht ja, also warum sollst du hier ein Horrorspiel in dem Universum machen mit einem Killer, der aber nicht dann später im richtigen großen Spiel ist? Das macht ja, also muss er, da muss er kommen, oder? Das macht doch nur Sinn eigentlich. Aus technischer Sicht gibt's bisher nur wenig zu meckern. Ganz im Gegenteil, The Casting of Frank Stone macht nicht nur bei Mimik und Gestik einen Schritt nach vorn, sondern auch die allgemeine Optik kann sich absolut sehen lassen. Die Beleuchtung sticht dabei im Vergleich zu The Quarry heraus. Die Lichtstimmung sorgt für eine passende Atmosphäre im neuen Gruselspiel. Schauen wir ein bisschen genauer hin, erkennen wir aber doch noch die ein oder andere unschöne Kante. Doch die Entwickler sind sich bewusst, dass der Titel in den letzten Wochen bis zum Release den restlichen Feinschliff benötigt. Es wirkt so, als hätte Supermassive an den Schwächen der Vergangenheit gearbeitet und ordentlich an Qualität zugelegt. Zum Release am 3. September wissen wir aber bereits mehr. Ich muss sagen, die Abschnitte, wo er gelaufen ist, fand ich eigentlich auch grafisch auf jeden Fall deutlich besser als die letzten Games. Was heißt deutlich besser, aber schon spürbar besser, genau, das bessere Wort. Ich bin gespannt. Also ich wurde halt schon oft genug von denen so ein bisschen enttäuscht, sag ich mal, deswegen gehe ich da eher vorsichtig ran. Vielleicht hört sich das für euch zu negativ an, aber es ist begründet halt. Ich meine, Man of Medan, ey, mehr muss ich nicht sagen, wa? Hier, wie gesagt, Devil in Me fand ich gar nicht so schlecht und hier dieses Hexending, wo es um diese Hexending-Verbrennung ging, war auch nicht verkehrt. Das hat schon Laune gemacht und das in Irak auch. Wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ich komme mit den ganzen Titeln durcheinander. Die waren nicht verkehrt. Die waren so schneller Fastfood, so, weißt du? Aber man weiß halt, wie gesagt, bei denen, die haben es schon mal besser gezeigt. Das ist halt immer so das, was ich dann im Hinterkopf habe bei Entwicklern, wo ich weiß, ey, ihr konntet es schon mal besser. Was ist das Problem, was ihr das nicht nochmal erreicht? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so meine Herangehensweise, damit ihr es vielleicht nochmal ein bisschen versteht, warum ich da vielleicht ein bisschen kritischer bin. Weil ich, ja, egal. Ist auch scheißegal. Also, eure Meinung gerne in die Kommentare, gerne ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, haut rein. Lasst es euch gut gehen und tschüss.